Guten Tag und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 aus der 199. Folge. Man muss es einfach mal so sagen. 199 in Zahlen, ja. Die 199. Folge hat soeben begonnen. Und wir knacken heute, weil die Session nicht nur eine Folge lang geht, die 200er Folgenmarke. Ja, damit willkommen, wie gesagt, zurück zu diesem Let's Play. Wie immer live auf twitch.tv/DaveDurrenTV. Heute unter anderem mit Titanelenaya, mit der lieben Shannon, mit dem Thrawnist1986, dem lieben Christoph. Auch ein YouTube-Urgestein, muss man schon sagen, darf man sagen, kann man sagen. Ich tue es auch, ja. Guter Freund vom lieben Zuckzui, der auch seines Zeichens YouTube-Urgestein ist. Und ein netter Kumpel. Ja. Und vielleicht noch ein paar andere Noten, die zuschauen, aber noch nichts geschrieben haben. Das kann gut sein. Jedenfalls, wir haben gerade eben noch drüber gesprochen, was ich heute gegessen habe. Cevapcici und Pommes. Und dass ich dran denken muss, den Tee während der Aufnahme zu trinken, bevor er kalt wird. Und ja. Jedenfalls, ich habe mir mal ein, zwei Gedanken gemacht zum weiteren Verlauf des Let's Plays. Ich will nicht sagen, dass ich die so zu 100% so durchziehen werde, weil das ist auch immer ein bisschen, ne, spontan, wie es gerade so passt und alles. Aber wir können ja mal, wenn wir einen Blick in die Missionen, in das Missionsmenü werfen, können wir schauen, wir haben noch eine einzige letzte Hauptmission, die sich vielleicht ja noch unterteilen kann in einzelne Missionen innerhalb dieser Hauptmission. Das weiß ich nicht, aber hatten wir ja auch auf jeden Fall schon. Dann haben wir noch ein paar Nebenmissionen. Aufträge, das sind halt... Ja, das sind halt so diese Standardsachen, sag ich mal in Anführungszeichen, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, großartig, aber es ist halt, na, Auftragskiller, kille die Person XY. Nett, aber Fahrzeuge lasse ich komplett außen vor, glaube ich, da hole ich mir vielleicht noch den ein oder anderen. Ein Auto fand ich eigentlich ganz cool, ich guck mal, ob ich es gerade finde, und zwar, das ist übrigens das, was wir haben, glaube ich, das hier. Den Rayfield Arundite Genève. Oder wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Ich kann kein Französisch. Ich habe zwar französische Vorfahren, aber ich kann kein Französisch. Genève. Für 225.000 Eddies, Euro-Dollar. Wir sind da noch nicht so ganz, ne? Aber vielleicht kann er noch kommen. Jedenfalls, das lasse ich so ein bisschen außen vor, muss ich gestehen. Und das hier sind alle, die wir schon gemacht haben, alle Missionen. Was mittlerweile auch schon durchaus ein paar sind. Möchte ich mal sagen. Sollte man aber natürlich auch meinen bei knapp 200 Folgen. Wie gesagt, das die Autos. Hier haben wir noch die NCBD-Scanner-Delikte. Ja, können wir vielleicht noch ein, zwei von machen. Wie gesagt, das hier, Cyberpsycho, sind halt so relativ Standardsachen in Anführungszeichen von der Spielmechanik her. Das hier sind die eigentlichen Nebenmissionen. Auch da gibt es hier, das hier zum Beispiel, das interessiert mich nicht wirklich, die Schlägereien Pacifica, ne, Handschlägereien da, Faustschlägereien, ist okay, aber brauche ich nicht unbedingt. Da werden wir jetzt noch ein paar von machen. Und wenn wir hier einige von, oder wahrscheinlich den Großteil von abgearbeitet haben, dann werden wir uns an die letzte Mission wagen. Ja. Und das bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, als wenn ich keine Lust mehr auf das Let's Play hätte. Ganz und gar nicht. Jede Session hat bisher richtig viel Spaß gemacht. Egal, was wir gemacht haben. Ob es irgendwie Hauptmission, Nebenmission, sonst irgendwas war. Irgendein Sperenskin, ne? Aber man muss ja irgendwann auch mal, gerade bei Open-World-Spielen, finde ich, auch im Rahmen von Let's Plays vor allem, dann doch mal einen Cut setzen. Und ja, deswegen, das ist so meine Idee, die ich habe. Also wir machen jetzt erst noch mal ein paar Nebenmissionen, dann kümmern wir uns um die Hauptmissionen und werden das Spiel dann so langsam aber sicher irgendwann demnächst mal ausklingen lassen. Es kann sehr, sehr gut sein, auch das habe ich schon mehrfach im Laufe des Let's Plays gesagt und das als letzte Sache, bevor wir jetzt gleich wieder starten, keine Sorge, es kann gut sein, dass ich irgendwann künftig auch noch mal einen zweiten Run und vielleicht sogar irgendwann sogar auch noch mal einen dritten Run mache. Ja, also dann als Konzerner und oder als Street Kid. Konzerner halte ich eher für wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, für den nächsten Run dann, für den zweiten, aber schauen wir mal.
Aber das wird nicht in der nahen Zukunft sein. Das wird dann eher später sein. Der Tobi, guten Tag, da hat er Hallo 10 geschickt. Ach ja, dann, und was mache ich bei Hallo 10? Ich strecke natürlich meine Arme, ist ja klar. Ach ja, gut. Dann, bevor wir weitermachen, ich gucke nochmal eben kurz, hier hatten wir nichts übrig gehabt. Das hatten wir, glaube ich, auch nochmal durchgeschaut. Mittlerweile ganz gute Knarren tatsächlich. Ich war auf dem Weg zu dem Ripper-Doc hier, glaube ich, weil ich irgendwie gucken wollte, was er so anzubieten hat, ne? Hatte ich das noch gemacht letztes Mal oder wollte ich das jetzt dieses Mal machen? Das weiß ich nicht mehr. Ist eine Woche her, seitdem ich aufgenommen habe. Ich guck mal eben fix drüber. So, und zwar Gorilla-Arme, ja genau. Aber Items, deine Items, nee. Was gab's denn noch, was ich wollte? Es gab, glaube ich, noch irgendwas relativ Teures. Ach nee, ich hatte mal vor, diesen Gen Kirby, hi! Schönen guten Abend, hör mal, Sascha. Es gab diese eine Modifikation, wo wir quasi uns lautlos, glaube ich, bewegen können. So ein bisschen Thief-mäßig, ne? Aber das Problem dabei war, glaube ich, ich habe hier nur einen Slot. Ich weiß nicht, ob man das hier noch irgendwie upgraden kann, dass man hier bei Beine zum Beispiel auch irgendwann zwei Slots hat oder so. Falls das jemand von euch weiß, gerne in die Kommentare schreiben hier oder gerne in den Chat natürlich auch gerade live auf Twitch. Würde mich interessieren. Ja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich guck gerade mal. Like Supreme, begebe ich am Abend zum Red Dirt. Zum Kampf, begebe ich am Abend ins Riot. Widme dich anderen Missionen. Das ist übrigens auch schon seit Ewigkeiten hier. Ich weiß nicht, warum da nichts passiert. Zur Not ist das auch eine Mission, die wir dann halt nicht machen. Und ja, na, schließe die Qualifikationsrennen ab. Finde alle Tarotkarten, 6 von 20. Ist auch jetzt nicht unbedingt irgendwas, was wir machen müssen. Finde ich ehrlich gesagt, aber ist ganz nett, aber... Ist, glaube ich, gerade zu Beginn des Spiels vielleicht ganz cool, wenn man da halt irgendwie nochmal ein bisschen die Stadt mehr kennenlernt und die verschiedenen Ecken. Beginne ich zum Animals Club. Ein Kampf in einem... Ach, das ist wieder hier Beat on the Bread. Das sind wir diese Faustkampf-Dinger. Cyberpsycho. Ne, Psychokiller. Finde, neutralisiere Cyberpsychos. 2 von 17. Okay, das sind gar nicht mehr so viele tatsächlich. Ja, das hier ist, glaube ich, irgendwie verbuggt. Wir können das gerne nochmal versuchen. Das haben wir jetzt schon seit... Weiß ich nicht... Ungelogen, ich glaube 180 Folgen ist das hier drin, weil die Mission irgendwie verbuggt ist. Müssen wir erstmal eben noch ein bisschen hier hinfließen. Ups, Entschuldigung. Ein bisschen mehr zumindest. So. Ja, wir konnten uns bei dem Cassius oder wie er heißt, oder Crassius, Cassius? Cassius. 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 Cashewkerne. Da konnten wir uns irgendwie die Belohnung noch nicht abholen bisher. Das hat irgendwie nicht geklappt. Hier oben waren wir auch noch nie drauf, ne? Auf diesem Gleis oder was das da ist für die Schnellbahn. Eine Woche Abstand, get on my level. Zwischen der heutigen und der vorigen Deus Ex-Folge liegen 4 Jahre. Ach stimmt, ja. Ich muss jetzt immer genau gucken, weil du hast bei mir genau dieselbe Schriftfarbe wie der Tobi im Chat, Sascha. Also Gen Kirby für alle Leute auf Twitch gerade und so, das ist der liebe Sascha. Auch Let's Player auf YouTube, auch ein sehr netter Typ, bei dem ich letztens übrigens zu Gast war. Für seinen 11-Jahres YouTube-Rückblick, denn der ist auch schon seit Ewigkeiten da. Ist übrigens auch, wenn er nicht gerade auf YouTube unterwegs ist, Lehrer von Beruf. Er ist Lehrer von Beruf, ach ja. Und ein eins netter Typ. Wo haben wir denn? Hier, genau. Ja, klar. Ja. Übrigens, eine Sache muss ich noch mal eben kurz gucken. Und zwar... Wobei, Moment, dafür gehe ich noch mal eben raus, glaube ich, aus dem Auto, dann kann ich es besser sehen. Ich habe die Kamera für die letzte Phasmophobia-Aufnahme, die ich gemacht habe, ein bisschen von der Position geändert. Deswegen... So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Eigentlich geht das so ganz gut, ne? Ja, ich glaube, so geht das sogar. So können wir es, glaube ich, lassen. Geht sofort weiter. Ja. Doch, würde ich sagen. Das kann man so anbieten. Okay.
Bald wird aktiv auf Twitch, da die leichte Namensänderung. Alles klar. Ich erkenne, woher du die Inspiration für das TV genommen hast, mein Guter. Ja? Ja, ja. Du brauchst es nicht zu bestreiten. Ich weiß es ganz genau. Ja? Bist du denn Gen Kirby TV oder Gen Kirby TV? Natürlich auch gerne dem Gen Kirby und allen auch folgen hier, ne? Denn eigentlich alle, die hier gerade einschalten, sind, glaube ich, selber auch Streamer. Deswegen, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch untereinander gerne vernetzen, connecten. Alles super nette Leute. Sonst würden sie nicht bei mir zuschauen. Ist ja klar, ne? Geheimnis, Geheimnis, was keins ist. Geile Mucke. Ach ja, heute übrigens der 17.03.2021. Erste Aufnahme, das habe ich vorhin schon erwähnt, bevor wir hier angefangen haben, mit einem kurzen Intermezzo, mit einem kurzen Plauderchen mit den Leuten hier auf Twitch im Chat. Die erste Aufnahme in meinem neuen, also seitdem ich meinen neuen Job begonnen habe. Heute haben wir Mittwoch, neuer Job begann am Montag, macht super viel Spaß, super nette Kollegen, alles richtig cool. Kann mich nicht beklagen, natürlich am Anfang erstmal so ein bisschen reinkommen, ne? Strukturen kennenlernen, blablabla, aber ist halt normal. Aber von den Kollegen her alle super nett, geiles, geile Atmosphäre. Ich habe super kurz zu meinem Arbeitsweg, ca. 400 Meter von da, wo ich wohne, also gute Konditionen. Was will ich denn mehr? Ich bin zufrieden. Momentan bin ich echt ganz glücklich, muss ich sagen. Ja. Bin ich meistens auch, aber momentan bin ich noch glücklicher als sowieso schon. Bin eigentlich relativ selten schlecht gelaunt. Toi, toi, toi. Gab's zwar auch schon die Zeiten natürlich, wenn mal nichts irgendwie oder Sachen nicht so rund laufen, ist halt dann auch mal so, aber ja, immer Kopf hoch. Immer optimistisch bleiben. Da gibt's, zum Optimismus gibt's keine Alternative, finde ich. Alles andere ist so, bringt einem nichts. Hört sich doch gut an, auf jeden Fall. Ich streame hier demnächst ja nicht nur Games dann, so wie das neue Mikro hier ist, gibt's dann auch Schreibstreams. Cool. Ja, ist doch geil. Oh, ich war falsch. Das ist doch sehr, sehr cool. Ja, der Gen Kirby ist nämlich auch Autor. Also nicht nur Lehrer und YouTuber, sondern auch Autor. Hat auch schon selber was geschrieben. Glaube ich doch schon, oder? Du hast doch was veröffentlicht, hast du glaube ich auch schon, oder? Oder bist du kurz davor? Nee, du bist davor, glaube ich, ne? Du bist, glaube ich, in einer ähnlichen Situation wie ich. Du hast was geschrieben, aber du hast es, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, oder? Das ist übrigens auch noch ein Ziel von mir, dass ich meinen Roman, den ich mal geschrieben habe, vor Jahren mittlerweile, dieses Jahr letztendlich mal veröffentlichen werde. Warum stehen die hier alle? Was ist mit dir? Ja, der jetzt nur. Okay, interessant. Und ich hoffe natürlich, dass bei euch auch alles soweit tutti frutti ist. Auch bei euch natürlich auf YouTube, die das hinterher schauen, ne? Huch! Wie gesagt, auch wenn das natürlich bei so einem langen Projekt und bei einem Projekt, was auch viele spielen und so, natürlich nicht selbstverständlich ist, dass es da ultra viele Aufrufe drauf gibt. Ist mir ehrlich gesagt auch ganz egal, weil darum geht es mir auf meinem Let's Play-Kanal auch nicht unbedingt. Das ist nicht mein Fokus. Die Leute, die es schauen wollen, die sollen Spaß daran haben. Ich hoffe, das haben sie auch. Auch wenn es in Anführungszeichen nur, sagen wir mal, weiß ich nicht, 10, 15 Leute sind oder so pro Folge letztendlich. Dann ist es halt so. Ich finde das okay. Ich habe da kein Problem mit. Ich freue mich natürlich auch, wenn mehr Leute da irgendwie das finden sollten oder so, ne? Gar keine Frage. Würde lügen wir nicht, aber es stört mich persönlich gar nicht. Zumal ja auch viele Leute hier live auf Twitch, wie gesagt, von euch schon die Sachen sehen. Aber ja, wie gesagt, bei so Open-World-Projekten ist es halt sowieso immer schwierig, finde ich. Da kann man halt nicht erwarten, dass dann irgendwie bis zu Folge 600 irgendwas was weiß ich, wie viele Tausende von Scharen an Leuten immer noch dabei sind. Das ist halt einfach so. Ist ja auch alles immer eine Zeitfrage. Ja. Ist letztendlich alles immer eine Zeitfrage.
Das Nachfolgeprojekt habe ich übrigens auch schon eigentlich festgelegt. Ist ein Replay, kann ich auch schon mal sagen. Und hat was mit meinem 10-jährigen YouTube-Jubiläum zu tun. Was nämlich dieses Jahr der Fall ist. Oh, Moment. Hier war ich schon mal. Ja, klar, hier war ich schon mal. Ja, wir waren ja auch bei Cassius schon mal. Haben wir hier drunter nicht mal irgendwie eine Folge begonnen unter dieser Palme? So nach oben geguckt? Ich glaube, ich weiß nicht, falls das hier war. Kann gut sein. Hi. Jeden Tag das Gleiche. Ich sage es dir. Jeden Tag das Gleiche. Hol dir deine Belohnung im Ripper-Dog-Inventar von Cassius Riders Klinik ab. Also falls es jetzt nicht gehen sollte, dann werde ich mich nochmal erkundigen müssen. I love Lindsay Wood. Hi, Carl. Zeig mir dein Angebot. Also, mein Tattoo... Das hat sich entzündet? Oder bereust du es? Nein, hab mich damit abgefunden. Bin nur neugierig, ob du schon mal was Krasseres gestochen hast. Ein Typ wollte mal Scheiß auf Nightcorp. Mitten auf der Stirn. In Großbuchstaben. Wütender Ex-Konzerner? Ein Juppie im Rathaus. Also alles cool. Hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, zeig mir dein Angebot. Irgendwie geht das anscheinend doch noch nicht, oder ich raff's einfach nicht, wie man sich die Belohnung von ihm abholen kann. Warte mal, handeln vielleicht deswegen. Ah, Moment, was ist denn, wenn ich ihm das jetzt hier abkaufe? Das Ding ist dann weg. Ist das die Belohnung gewesen? Ich glaube nicht, ne? Hol dir deine Belohnung im Ripper-Dog-Inventar ab. Aber was ist denn die Belohnung? Tabula Rasa? Verbesserungssplitter? Fuck. 100.000? Stellt sämtliche ausgegebenen Vorteilspunkte wieder her, sodass du sie neu verteilen kannst. What? Hätte vielleicht vorher speichern sollen, ne? Oh, ouch. Das war aber immer noch nicht das, was wir von ihm... Oder wir haben das eigentlich schon fertig gemacht und die Mission updatet sich einfach nicht. Ich glaube, das ist eher das Problem. Aber what the fuck? 53 verfügbare Vorteilspunkte. Schwierigkeiten. War das jetzt eigentlich so sinnvoll, dass ich das gemacht habe? Ich glaube, das lade ich nochmal, ehrlich gesagt. Ich glaube, das lade ich nochmal. Ich war erst so ein bisschen so, aber machst du mal, cool. Aber ich lasse das, glaube ich, mal. Weil eigentlich bin ich mit meinem Setup soweit ganz zufrieden. Klar hätte ich mich auch für andere Sachen entscheiden können, hier und da, aber... Ja, mal, ja, May, ne? Ich bin ja eigentlich nicht so der Serienschauer. Ich habe letztens dann mal eine Serie geschaut. Ginny und Georgia hieß sie. Sehr unterhaltsam, wie ich fand. Fand ich gut und sehr empfehlenswert. Worum geht's denn da? Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Ich gucke momentan The Crown. Also für Leute, die so ein bisschen geschichtsinteressiert sind und sowas. Ist zwar nicht zu 100% rein geschichtlich, also wirklich geschichtlich nachempfunden. Es gibt so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen von der tatsächlichen Historie abweichen, aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich sehr nah dran. Geht um Elizabeth II., ne? Königin von England, seit 54 war es, glaube ich. 52. Und 53 ist, glaube ich, gekrönt worden. Ach so, genau, jetzt sind wir ja... Sehr interessant, sehr, sehr gut gemacht. Netflix Original Produktion natürlich, die waren bisher alle richtig geil, muss ich sagen, die wir da hatten. Dann spulen wir mal vor, würde ich sagen. Fahren wir zum Red Dirt und spulen vor. Hilft ja alles nichts. Und, ja. Sehr geile Produktion und ich glaube, bis dato die teuerste Netflix-Eigenproduktion bisher mit 80 Millionen oder so. Chris und ich haben vor 2 Monaten The Crown am Stück durchgesuchtet. Wir fanden es auch sehr gut. Ich muss sagen, also, ich bin jetzt noch in der ersten Staffel, ne? Ich bin noch nicht so weit. Aber... richtig gut gemacht, also
Ich finde auch die Claire Foy heißt sie, ja, die Schauspielerin von der Elizabeth, finde ich richtig gut. Also perfekte Wahl für die Rolle, finde ich so. Die macht ihre Sache wirklich super.